Herzlich willkommen bei CubeWorks. Mir ist aufgefallen, was heißt mir ist aufgefallen, aber ich habe weder eine Bandsäge noch eine Tischkreissäge, wo ich Sachen drüber schieben kann. Das heißt, wenn ich jetzt so Bretter habe wie das hier, kann ich nicht vernünftig sauber gerade schneiden. Wie ich das jetzt lösen möchte, sehen wir jetzt. Meine Grundidee ist prinzipiell eigentlich ganz einfach. Ich habe hier in meinem, das ist meine Werkbank, so und so L-Form habe ich das hier angebaut, das OSB-Platten. Jetzt habe ich eine Platte, habe ich hier zum Rausnehmen, weil ich habe mal T-Shirts bedruckt, EDC mit Siebdruck. Da habe ich diese Platte, konnte ich dann einfach rausnehmen, dann oben drauf konnte ich belichten. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier, ist eine Lampe, ist egal. Auf jeden Fall konnte ich hier belichten, dann konnte ich die wegnehmen, dann konnte ich da das, ja, das Sieb, das Netz einspannen, um das eben vernünftig auszutrocknen, ohne dass da UV-Licht drauf kommt. So, die Idee ist jetzt, diese Platte, die rausnehmbar ist, die kann ich dann ja auch immer wieder austauschen mit verschiedenen Sachen und sowas, alles rein theoretisch, aber diese Platte zu nutzen, um meine Stichsäge, die ich habe, die jetzt aktuell noch ein sehr schiefes Blatt hat, da muss ich eben gucken, dass ich das entweder wieder gerade biegen kann oder halt einfach ein neues Blatt mal nehme, jetzt wäre das wieder einigermaßen gerade, aber dass ich da mal ein neues Blatt nehme. So, die von unten zu befestigen, da dran, das heißt, ich muss wahrscheinlich im Einmal, weil ich habe nur 20er Schrauben, ich glaube, dass ich das sonst machen kann, aber von unten ein Stückchen ausfräsen mit der Oberfräse, dann mit meinen Stechbeiteln das irgendwie schick machen, dass ich die einlassen kann und dann von unten die Stichsäge dran, dass ich dann das hier habe, so in Form von Bandsäge, dass ich dann auch auf Länge, das heißt, ich könnte mir das ja vorschieben, das irgendwie zurechtpacken, zur Not das Teil auch vielleicht irgendwie auf Böcken oder sowas hier mitten in den Raum packen, dass ich auch wirklich große Sachen schneiden kann, um dann eben zum Beispiel Sachen wie dieses Brett auch mal in der Länge durchschneiden zu können. Oder, um das auch schön zu haben, auch einfach so. Das heißt, ich muss auch irgendwie gucken, dass ich irgendwie einen Anschlag hinbekomme oder eine richtige, so eine Schiebebank. Aber das wird alles noch Zukunftsmusik. Erstmal muss ich das testen, ob das überhaupt so von meiner Idee her funktioniert. Das heißt, ich werde da gleich das Blatt rausnehmen, dann werde ich das anzeichnen. Dann werde ich das ein wenig reinfräsen. Diese Platte ist nämlich, ich meine, 22 mm dick, dass ich dann so, was weiß ich, sagen wir mal 8 mm reingehe, das Ding dann da festschraube und halt eben ein Loch da in der Mitte habe, dass ich das hier rausguckt und später muss ich nochmal eben drucken, einen Adapter, um meinen Staubsauger hier auch anzupacken, dass ich das eben auch gleichzeitig ein bisschen absaugen kann, weil ich habe momentan staubtechnisch hier wirklich ein Problem. Ja, das ist mein Plan. Und das fangen wir jetzt einfach mal an. Um euch bei dem Prozess auch ein bisschen auf dem Laufenden halten zu können, ich habe jetzt aktuell erstmal meine Mitte habe ich ausgezeichnet. Dann habe ich mir grob angezeichnet, wo denn das Sägeblatt theoretisch rausgucken müsste. Und jetzt habe ich einen 28 mm Forstner-Bohrer und würde damit jetzt den Ausschnitt machen für das Sägeblatt und ja, dementsprechend dann ja auch die Absaugung, die dann später dadurch stattfindet. Da ich ja möchte, dass ihr so prinzipiell meine Idee nachvollziehen könnt, ich aber nicht unbedingt glaube, dass das sehr klug ist und dass es auch alles richtig funktioniert, aber das ist erstmal Wurst, ist das meine Idee, dass jetzt das 28 mm Forstner-Bohrer Loch und wenn ich da jetzt mit der Stichsäge von unten ankomme, die so befestigen würde, hätte die so das Sägeblatt draußen. So, und ich könnte dann die Sachen drüber schieben. Ich hoffe, dass es einigermaßen gerade dann ist. Wenn ich jetzt von der Hubhöhe ist das gar kein Problem. Also vom reinen Prinzip her würde ich sagen, das funktioniert. Von der Praxis wird das schwierig. Was in diesem Fall natürlich wichtig sein muss, das ist jetzt die Unterseite, wenn ich die Säge so hinpacke, dass die halt eben auch möglichst im 90-Grad-Winkel zu der anderen Kante steht. Deswegen würde ich mir ganz gerne da tatsächlich jetzt eben einmal eine 90-Grad-Linie runterziehen, die dann ungefähr dort ist, dass ich mich da dran lang ausrichten kann. Heute ist es sprachentechnisch bei mir wirklich
auf einem anderen Level. Das ist ja wirklich unfassbar. Ja, das heißt für mich jetzt Oberfräse anschmeißen und diesen Ausschnitt hier mit ungefähr 8 mm Tiefe ausfräsen, Stechbeitel und dann ist das cool. Punkt. Wenn wir das dann ausgefräst haben, dann sieht das so aus und die Säge passt da so rein, die Säge ist plan, also so rein von der Theorie her bin ich damit vollkommen zufrieden. Aber ich möchte noch einmal absolut mit Nachdruck sagen, es ist keine Empfehlung, es ist nur mein Weg, den ich jetzt hier mache. Es ist schweinegefährlich. Ihr habt auf der anderen Seite, habt ihr jetzt einfach ein Sägeblatt frei, was nach oben steht. So, das heißt, ihr könnt da jederzeit mit den Fingern reinkommen, euch die Finger absägen, alles Mögliche. Da ganz, ganz dringend rate ich davon ab. Ich mache es trotzdem, weil ich bin einfach nur dämlich. Aber ich muss es sagen und ich will es sagen. Nicht, dass mir dann nachher jemand sagt, ich habe das gemacht und ich habe jetzt nur noch 4 Finger. Nein, macht es nicht. Ich will es nur zeigen. Ja, ich habe kurz drüber geschliffen, damit ich auch keine Kanten habe und sowas alles. Jetzt habe ich auf, also ich habe jetzt dieses große Brett. Da brauche ich jetzt zwei, also einen Schnitt längs. Ein Schnitt quer, weil ich da jetzt 1,8 Meter mal 20 brauche für den Pool. So, dafür wollte ich das hier jetzt nämlich benutzen, weil mir diese Bretter ausgegangen sind. Also falls du das Projekt nicht kennst, gerne das andere Video schauen. Bei dieser Seite, bei dem Längs, nee, bei dem Querschnitt, nehme ich jetzt noch keinen Anschlag, weil das zu weit auslädt. Das versuche ich jetzt erstmal freie Hand. Und dann baue ich mir meinen Anschlag da wieder hin. Ich habe ja so einen ganz günstigen Anschlag hier gemacht, mit zwei Schrauben einfach. Ist natürlich unschön bei einer Fläche, die ich, oder bei einer Oberfläche, die ich noch, die im fertigen Zustand eigentlich so ist, aber da schleife ich dann drüber und dann sieht man das meistens auch schon gar nicht mehr. Aber den kann ich jetzt hier auch erstmal locker festmachen. Irgendwann muss ich noch, mir noch mal was machen mit Nuten und dann irgendwie mit einer M6er Mutter oder sowas und die kontern, dass ich das Ding auch verschieben kann und sowas. Aber das ist erst noch nicht so wichtig. Erstmal ist wichtig, ob denn der Schnitt auch funktioniert. Und das testen wir dann jetzt einfach mal aus. Ich hoffe mal, dass die Kamera so auch hält. Und dann gucken wir mal, ob ich das schneiden kann. Ich würde sagen, so vom Ergebnis her ist es tatsächlich zufriedenstellend. Also das ist jetzt eine Schnittkante, die ich jetzt damit gemacht habe, wie man logischerweise sieht. Das hier ist jetzt noch eine Schnittkante, die ich vorher gemacht habe mit der Fräse und Anschlag, weil ich dachte, das könnte vielleicht auch gerade sein. Das finde ich nicht so schön wie das hier. Also jetzt den Längsschnitt. Ja gut, also Querschnitt absolut akzeptiert, vollkommen okay. Also wirklich, das ist schön gerade, das ist alles super. Längsschnitt, vollkommen eine Katastrophe, die Scheiße, die verzieht sich komplett. Also ich habe jetzt ein paar Mal auch dann versucht, nochmal neu anzusetzen oder sowas, aber jedes Mal geht die Dings schief. Da sieht man, hier sieht man schön die Linie, wo ich eigentlich lang führen wollte, es geht komplett in die Hose. Ich würde mal sagen, das Projekt ist eine Kackidee gewesen. Falls
irgendjemand da draußen jetzt eine Idee hat, wie man das irgendwie besser machen kann, dann ganz gerne hin. Natürlich, die beste Idee wäre, eine Tischkreissäge zu besorgen oder sonstiges. Absolut richtig, stimme ich auch vollkommen zu. Allerdings fehlt mir da das Budget für. Ja, und natürlich nicht nur das Budget, sondern auch der Platz. Aber Versuch war es wert. Wir haben jetzt rausgefunden, dass das absolut Kacke ist. Und also, bis zum nächsten Mal.